Der Präsident der Bundesvereinigung praktizierender Tierärzte, Herr Dr. Mode, hat gerade festgestellt, was wir Bauern schon seit Jahren und Monaten euch eigentlich versuchen, immer intensiver klarzumachen. In Deutschland wird die Tierhaltung und damit auch die Produktion tierischer Produkte per Gesetz zurzeit abgeschafft. Punkt. Und schön, dass ein weiterer Verband das auch mal merkt und auch mal versteht und auch mal äußert, was da auf uns alle zukommt. Denn es geht hier um weit mehr, um einfache Auslagerung von Tierhaltung. Die Tierhaltung wird aus dem deutschen Geltungsbereich unserer Gesetze herausgeschafft. Das heißt, wir können hier verabschieden und uns hier an irgendwelchen Qualitätsnormen und Wohlfühlstandards abarbeiten, so viel wir wollen. Es interessiert nicht mehr, wenn innerhalb Deutschlands dieses nicht mehr zur Anwendung kommt. Beschämend, einfach beschämend, wie wir aus den Fehlern der Vergangenheit nicht lernen. Es war Frau Künast, die damals hier die Käfige abgeschafft hat, das war richtig, die ausgestalteten Käfige aber abgelehnt hat, das war falsch, und dann zugeguckt hat, wie diese Käfige nach Osteuropa gewandert sind und die Eier aus diesen Ställen 1:1 bis zum heutigen Tag wieder in unsere Supermarktregale den Weg gefunden haben. Was für eine Heuchelei. Und das machen wir jetzt mit allen Tierarten. Die Verlierer sind hier die Tiere, die nämlich nicht mehr nach den hohen deutschen Standards produziert werden. Und auch die Verbraucher, die nämlich nichts mehr davon haben, wenn wir hohe Verbraucherstandards haben, wenn wir Kontrollen haben, die anderswo in der Form gar nicht stattfinden. Es interessiert nicht, wenn wir nachher nur noch einfach importieren. Das gilt ja für die Sozialstandards und für die Belastung der Umwelt. Hier in Deutschland sind wir hochmodern aufgestellt. Wir haben ein sehr hohes Bildungsniveau in der Landwirtschaft, das anderswo so in der Form überhaupt nicht da ist. Und wir haben auch den Bedarf und auch den Willen, hier überhaupt Tierwohl zu machen. Glaubt mir, wir wissen, dass das nicht in allen Ländern, gerade in Osteuropa, in der Form der Fall ist. Aber dahin lagern wir jetzt aus. Wer auf der Eurotier mal mit den Produzenten von Ställen, sage ich mal so, der ganzen Stalleinrichtung spricht, der erfährt, dass früher 75% und mehr hier in Deutschland an Umsatz stattgefunden hat. Mittlerweile sind es 90% im Ausland, nur noch 10% in Deutschland. Das Ganze meist gefördert mit 90% Geldern von der EU. Und wenn ihr wisst, wer der größte Einzahler in der EU ist, wisst ihr, dass wir selbst unsere Ställe im Ausland gerade finanzieren. Das ist einfach nur noch krank. Und so sind wir in Deutschland in den letzten Monaten zum größten Nettoimporteur von Fleisch geworden innerhalb der Europäischen Union. Und die Politiker in Berlin faseln irgendwas von immer noch Selbstversorgung in diesem Land. Null Selbstversorgung. Wir sind komplett abhängig. Wir müssen es den Ärmsten der Armen wegkaufen, weil wir es selber hier nicht mehr produzieren wollen. Auch schuld daran natürlich dann die Medien, die ein Eckhard von Hirschhausen mit diesen Totschlagargumenten in bester Sendezeit auftreten lassen oder ein Herrn Jeneke wieder seine Hasskommentare einfach so wegsenden, als seien sie irgendwie in der Nähe der Realität und der Wahrheit. All das ist diesem Land möglich. Die Journalisten hinterfragen nichts, sie senden einfach nur noch und kapieren nicht, dass das, was hier gerade zerstört wird, auf Dauer nicht mehr zu reparieren ist. Denn ganze Produktionszweige, vor- und nachgelagerte Produktionszweige gehen hier verloren. Ob das Schlachthöfe sind, ob es die Stallbauer sind. Es ist undenkbar, dass wir in diesem Land seit mittlerweile 10 Jahren, 15 Jahren eigentlich nicht mehr wissen, wie ein Stall aussehen soll, wie ein Investor überhaupt auf die Idee kommen sollte, ein Landwirt überhaupt auf die Idee kommen sollte, einen Stall zu bauen, sich auf 20 Jahre da über eine Produktionstechnik ja festlegen zu müssen. Das ist mir ein Riesenrätsel. Wir werden dieses Problem wahrscheinlich nicht mehr in den Griff bekommen. Ja, bezahlen werden es nicht die grünen Wählerinnen, keine Angst, die werden genug Geld aufbringen. Nein, es wird der Großteil derer sein, die schon heute das Konto leergeräumt bekommen haben, weil die grüne Ideologie in der Energiepolitik ihnen komplett das Konto leergeräumt hat. Und diese Leute, die werden sich dann das nicht mehr leisten können. Und ich kann jetzt schon sagen, den sozialen Unfrieden, den werdet ihr zu spüren bekommen und den werdet ihr nicht wieder in den Griff kriegen. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt genau das geschafft, vor dem wir Landwirte gewarnt haben. Und ihr seid dabei, mit Vollgas und mit Karacho weiter gegen die Wand gegen zu brettern, nochmal richtig Anlauf zu nehmen. Und wenn ihr glaubt, ihr habt irgendein Ziel erreicht, habt die Schreihälse von der Eurotier, die Tierhaltung ja und damit ja die Tiere abschaffen wollen, in irgendeiner Form was Besseres erreicht für die Menschen hier oder für die Tiere, dann seid ihr einfach nur eins, Lügner. Denn ihr lügt euch selbst in die Tasche, ihr belügt euch selber, weil ihr wisst, dass es nicht stimmt. Und ihr wisst, dass ihr es niemals per Gesetz verbieten könnt, egal wie viele Mensen ihr auf vegetarisch umstellt, dass wir Menschen auch tierische Produkte essen, weil wir sie auch brauchen und weil es ohne tierische Produkte nicht geht. Was immer in den grünen Hirnen dieser Bundesregierung gerade vorgeht, ihr ruiniert dieses Land dauerhaft und die Schäden und die Folgen, die werden wir nicht vergessen, euch vorzuwerfen.